Hänzler, schnelle Nummer. Kurzer Hinweis. Nächstes Jahr bin ich wieder live unterwegs in Hamburg, Hannover, Frankfurt, Stuttgart, Luxemburg, Siegen, Linz, München, Nürnberg und viele andere Orte. Tickets und Infos gibt's auf eventim.de. Und jetzt wird gekocht. Hänzler, schnelle Nummer. Heute gibt es japanische Teigtaschen, auch Gyoza genannt. Als erstes jetzt Shiitake-Pilze fein herunterschneiden. Die Scheiben querziehen. Und in feine Würfel schneiden. Eine halbe Peperoni fein herunterschneiden. Halbe Stange Frühlingslauch ebenfalls fein herunterschneiden. Und für den Geschmack, geht aber auch ohne, kleines bisschen Spitzkohl ebenfalls fein herunterschneiden. Und den Spitzkohl dann auch wieder querlegen und fein würfeln. Das Ganze jetzt hier im Bratöl mit Butter- und Knoblauchgeschmack anbraten. Und top, ein bisschen Knoblauch reiben und ein bisschen Ingwer. Ruhig mit Schale, das merkt keiner. Das Ganze ist hier 4 Minuten geröstet. Was man jetzt macht, man würzt das mit ein bisschen Wokgewürz, dass wir ein bisschen Spice und Aroma rankriegen. Das lässt man jetzt noch so eine halbe Minute noch mitlaufen und dann geben wir es zum Hack dazu. Das Hack übrigens ist Schweinehack, reines. Alles dazugeben. Man merkt schon geile Röstaromen. Das muss man trotzdem natürlich auch ein bisschen nachschmecken. Weil wir ordentlich Hack haben. Salz, Spritzer Soja und ich empfehle noch hier ein bisschen Umami-Flavor von uns. Ein bisschen Würzkraft und dann das Ganze vermengen. Zum Schluss noch einen Schuss Sake dazugeben. Nicht abkochen, sondern den puren Sake. Und jetzt geht es ans Falten. Da mal kurz zum Teig. Da müsst ihr wirklich den sogenannten Gyoza-Teig kaufen. Nicht Wantan. Wantan sind wie so kleine Frühlingsrollenteige. Ihr müsst diesen Gyoza-Teig, der ist gefroren normalerweise, müsst ihr einfach nur draußen stehen lassen, bis er auftaut, findet ihr im Tiefkühlfach beim Asiaten. Direkt neben dem Schwager ist meistens der Wantan-Teig. So, jetzt pass auf. Oder Gyoza-Teig. Oder Gyoza, meine ich doch. Guck mal, sag ich schon Wantan. Das ist ein bisschen Fingerarbeit, ne? Pass auf, jetzt hier. Füllung, lieber weniger als ihr denkt, weil da passt nämlich gar nicht so viel rein. Jetzt Wasser nehmen, also Finger feucht machen. Einmal hier so ein bisschen halb zumachen. Ich zeige das mal schön ordentlich und langsam. So, das kann man auch in der Hand machen jetzt. Jetzt schließt man den sozusagen ein. So, macht ihn richtig schön zu. Lasst euch ruhig ein bisschen Zeit dabei. Ich weiß, es gibt viele Videos auf YouTube, wo man Leute sieht, ne, aber macht auf locker. Meine Empfehlung, noch ein bisschen feucht machen. Einmal auch hier außen ein bisschen. Und jetzt 3 bis 5 Kanten reinbiegen. Einfach so. Ein bisschen andrücken. Ein Stück weiter gehen. So, seht ihr? So, hier schön gucken. Weil wenn man den zu voll macht, kann man das hier oben nämlich nicht mehr machen. Das ist der größte Fehler, den man macht, wenn man Gyoza macht. Dass man die zu voll macht, dann kann man oben nicht mehr diese Kanten reindrücken. Et voilà. So sieht er aus. Hinstellen und weitermachen. Jetzt geht's los. Sesamöl in die Pfanne. So. Einmal verteilen. Heiß werden lassen. Jetzt unsere Gyoza. Komm mal her, hier hängt noch ein bisschen Hack. So reinsetzen, dass sie von unten anbraten. Und ungefähr. Jetzt die Hitze nicht voll machen, die Pfanne. Ne? Also jetzt bin ich hier so auf 8, 7 statt 9, ne? Wegen dem Sesamöl. Ein bisschen vorsichtig sein. So stehen lassen und circa 1 Minute anbraten lassen. Dann gucken wir mal. Jawohl, guck mal hier. So muss das aussehen. Und was man jetzt macht, ihr braucht einen Deckel dafür. Wasser, zack, Deckel drauf. Vorsichtig sein wegen dem Öl. So, und jetzt garen lassen. Während unsere Gyoza garen, machen wir uns einen kleinen Dip dazu aus Reisessig. Bisschen Sojasauce. Und runden das Ganze ab mit ein wenig Mango-Chiliöl, dass wir so eine leichte Schärfe auch in den Dip bekommen. Ein bisschen verrühren. Bon Appetit. Jetzt nicht wundern, das dauert einen kleinen Augenblick, weil es ist wirklich so, dass man will, dass das Wasser jetzt weg ist. Dass die wirklich ein bisschen unten ansetzen und keine Angst haben. Die werden auch ein bisschen dunkel. Die werden dann nochmal angeröstet. Deswegen jetzt nicht sagen, brennt an. Ist nicht schlimm. Laufen lassen, bis das Wasser weg ist.
Dann schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Das Wasser ist fast weg. Gucken wir uns mal einen an. Lösen ihn. Jawohl, guck mal, richtig geile Kruste. Jetzt noch so eine halbe Minute hier einfach so braten lassen. Das wird wirklich richtig geil. Ach, guck mal, super. Dass so ein kleinen Tick dunkler wird und dann wird angerichtet. Jetzt hier, guck mal. Top. Einmal kurz abtropfen lassen. Dann auf den Teller und dann sage ich guten Appetit. Mal gucken. Einmal kurz. Mit unserem Dip. Oh, ist geil hier, ne? Hier ist knusprig. Hier oben samtig, flauschig. Hol von innen auf. Geil. Schön die Aromen drin. Merkst du den Frühlingslauch? Das Schweinehack hat natürlich richtig Power, hat richtig Geschmack. Wenn wir Restaromen auch in Sesamöl. Wunderbar. Geil. Oh, ja. Einfach kochen, schmeckt. Hier ist die Einkaufsliste. Nachmachen. Richtig gut. Und die Einkaufsliste für Gyoza, japanische Teigtaschen. Für zwei Personen braucht ihr 52 Gramm Schweinehack, eine halbe Stange Frühlingslauch, eine halbe Peperoni rot, halbe Knoblauchzehe, zwei Shiitake-Pilze, 50 Gramm Spitzkohl, kleines Stück Ingwer, zwei Esslöffel Sake, ein Paket Gyoza-Teig, sechs Esslöffel Reisessig, vier Esslöffel Sojasauce, zwei Esslöffel Mango-Chiliöl und dann haben wir gewürzt mit unserem Wokgewürz. Das war Hänzler schnelle Nummer. Nochmal Infos zu Hänzler schnelle Nummer findet ihr auf hänzlers-schnelle-nummer.de. Bis zum nächsten Mal.